potato ready to drop. I got a hot potato. Somebody stop me. It's a molto caldo fuori dal forno. It's a hot potato. No ifs, ands, or maybe. Heute bei mir zu Gast Norbert Lehmann. Herzlich willkommen, Norbert. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Gerne. Wir hatten ja schon mal das Vergnügen, als wir deine Fundurteile hier vorgestellt haben. Das war sehr spaßig und das setzen wir jetzt heute mit den Kopfhörerverstärkern fort. Du hast auch einiges mitgebracht, steht hier hinter uns. Ja. Du hast 1988 deine Firma gegründet. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen, wie es dazu kam, wie das dann so voranschritt. Und was die Kopfhörerverstärker da für eine Rolle spielen. Ja, ich habe 88 die Firma gegründet während meines Toningenieurstudiums. Die Firma habe ich auch zunächst gegründet für mobile Tonaufnahmen. Und ich habe aber dann während meines Studiums festgestellt, dass mir das Entwickeln von Audioelektronik Spaß macht. Ich hatte da vorher überhaupt keine Ahnung von. Das hat sich erst während des Studiums entwickelt. Und ich habe auch als Diplomarbeit dann letztendlich ein Hardware-Gerät gebaut. Ich habe den ersten gemischt analog-digitalen Vorverstärker der Audiogeschichte entwickelt. Das war mir nicht klar. Ich wollte nur ein schönes Gerät fürs Wohnzimmer haben. Und ja, dann habe ich während der Zeit oder kurz danach halt zuerst Phonoverstärker gemacht. Und aber schon die Diplomarbeit hatte einen Kopfhörerverstärker drin. Und das hat dann bis 2004, 2005 gedauert, bis ich mit den Kopfhörerverstärkern was gemacht habe. Und ja, ich hatte dann Erfolg. Ich habe sofort eine Kooperation mit Sennheiser gehabt. Die haben sofort meine Geräte verwendet für IFAs und High-Ends mehrere Jahre lang. Wir sehen die Geräte von dir ja hier auch mal im Bild. Du hast da einige mitgebracht. Woher hattest du das Know-how? Wenn du Tonmeister bist, heißt das ja nicht automatisch, dass du jetzt auch einen Verstärker entwickeln kannst. Wie kam das dazu? Ja, ich habe zu dem Zeitpunkt zusammengearbeitet mit einem Entwicklungsingenieur der Firma Rode & Schwarz. Und der hat Ahnung von Entwicklung gehabt, speziell auch von solcher Art, von dieser Art Verstärker. Und ja, das hat sich dann einfach so weiterentwickelt. Und ich habe an irgendeinem Punkt dann auch, das war ja, 2018 ungefähr, dann die Platine noch ein bisschen verfeinert durch ja, Aufdicken der Kupferschichten. Ja, wir haben uns also vorher verständigt. Ich bin da ja immer sehr forsch in der Sache. Also bevor du jetzt deine Geschichte erzählst, bei der ich dich nicht unterbrechen darf, hätte ich gerne trotzdem noch mal zur Historie. Du hast 1988 gegründet. Was kam denn da zuerst? Weil ich meine, das haben wir ja bei den Plattenspielern gemacht, die große Geschichte vom Black Cube, von dem Phonophore-Verstärker. Ja, richtig. In welcher Reihenfolge kamen denn die Kopfhörerverstärker? Die Kopfhörerverstärker kamen, als ich mit den Phonoverstärkern ja schon durchaus im Markt etabliert war. Der Kopfhörerverstärker, den ich dann auf den Markt gebracht habe, hieß am Anfang auch Black Cube Linear. Den habe ich Black Cube Linear genannt, weil der Black Cube da schon ziemlich bekannt war. Und ich dachte, okay, wenn das Ding Black Cube heißt, dann wissen die Leute direkt, worum es geht. Dann wissen die, woher das Teil kommt. Der Kopfhörervorverstärker. Aber kam der denn unter dem Namen auch auf den Markt? Der kam unter dem Namen Black Cube Linear zunächst auf den Markt. Ja, und das habe ich dann irgendwann geändert, einfach nur in Linear, weil es dann irgendwann Verwechslungen gab. Und haben die Leute dir das geglaubt, dass du erst Phonovorverstärker machst und dann plötzlich Kopfhörerverstärker? Ich würde mal sagen, ja, weil ne, ich meine, Sennheiser hat jahrelang auf IFAs und High-Ends mit dem Gerät vorgeführt. Deren Spitzenmodelle hat 2009 den HD800 zur Markteinführung mit einem großen Schwung Linears vorgeführt. Und das war schon eine ordentliche Referenz. Und dann ist 2013 die Firma AKG auf mich zugekommen und hat den neuen K812 auch extra mit Lehmann Audio Kopfhörer verstärkt in den Markt einführen wollen. Und das sind schon ganz ordentliche Industriereferenzen, absolut. Das, glaube ich, auch war mehr so eine provokative Frage. Man sieht klar. Das übrigens auch hier im Bild mit einem Sennheiser HD800S. Tolle Kombination, aber auch mit anderen Kopfhörern laufen die Geräte sehr gut. Wir haben das auch alles bei uns in der Ausstellung und in der Vorführung stehen. Wir haben ja sehr viele Kopfhörermarken. Da ist es natürlich dann auch eine Kunst so mit der Anpassung. Aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu. Auf deinem Weg, auf deinem erfolgreichen Weg auch mit den Kopfhörerverstärkern,
Hattest du auch an einem Wettbewerb teilgenommen? Im Prinzip nicht, nein. An diesem Wettbewerb. Unbeabsichtigt, ja, genau. Beabsichtigt. Ach, das ist jetzt die Geschichte, wo ich nicht dazwischen reden soll. Ich lasse dich jetzt einfach reden. Ja, also ich habe Anfang 2019 einen Anruf erhalten von den Mastering-Studios Kalix in Berlin. Und die haben mir dann praktisch gesagt, dass ich diesen Wettbewerb gewonnen habe, von dem ich vorher nichts wusste. Und was passiert ist, war, die haben einen neuen Kopfhörerverstärker gesucht, hatten zu dem Zeitpunkt Geräte von einer Berliner Firma, die durchaus schon sehr, sehr, sehr gut beleumundet sind. Die Messlatte lag also sehr hoch. Die haben sich alles kommen lassen, was auf dem Markt irgendwie Rang und Namen und eine gewisse Relevanz hat, bis hin zu richtig teuren Mastering Stations für mehrere tausend Euro und so weiter. Die ganzen großen Namen, die einem einfallen, sind alle dabei gewesen. Und nach diesem über ein Jahr dauernden Test, in dem die mit jedem Kopfhörerverstärker Master erzeugt haben, die hinterher nochmal angehört haben, um zu gucken, was hat das für einen Einfluss mit der Kopfhörerverstärker, da haben sie dann festgestellt, mein Linear, der normale Linear, der bei euch für 900 Euro im Laden steht, der ist der beste. Und dann habe ich den Anruf gekriegt. Und dann hatte ich zu dem Zeitpunkt gerade die neue Platine, diese mit dem dickeren Kupfer und mit den besseren Teilen rausgebracht und habe gesagt, ich hätte hier noch was. Ja, sollte ich schicken. 3 Wochen später das Feedback dazu aus Berlin, der Abstand zum Feld hat sich vergrößert. Das hört man natürlich sehr gerne. Und ich kannte aber die Kalix-Studios bis dahin nicht und habe gefragt, ja, was macht ihr denn so? Ja, bei uns arbeiten 9 Mastering-Ingenieure, 5 Mixing-Ingenieure und 3 Cutting-Ingenieure. Und mit Stand Anfang 2019, also als ich den Anruf gekriegt habe, hat dieses Personal eine Gesamterfahrung von ca. 150.000 gemasterten Tracks. Also schon wirklich das, was man als Erfahrungsschatz durchgehen kann. So. Und dann habe ich die beliefert. Darf ich jetzt wieder reden? Du darfst, ja. Sehr gut. Ja, hochinteressante Geschichte. Das sind natürlich auch gute Referenzen. Nicht jeder ist ja affin mit Kopfhörern. Also ich glaube, jeder benutzt Kopfhörer, auch heute zum Telefonieren, für alles Mögliche, In-Ear, Over-Ear. Und ganz viele Geräte davon sind ja Bluetooth. Ja, mit der Ankopplung, die brauchen dann keinen Kopfhörerverstärker, richtig? Richtig, ja. Weil der ist ja praktisch in dem Teil schon eingebaut. Ich bin nun selber kein so Kopfhörer-Nutzer, muss ich tatsächlich dazu sagen. Ich bin immer wieder überrascht, wie gut das klingen kann. Ja. Mich stört der Kopfhörer auf dem Kopf. Aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass viele Menschen Kopfhörer sehr gerne mögen. Tendenz nach steigend, würde ich sagen. Tendenz definitiv steigend, ja. Das ist das, was wir auch von unseren Kunden hören. Also die meisten haben gute Kopfhörer. Aber nochmal zu dem Thema Bluetooth oder Kopfhörerverstärker. Mal abgesehen jetzt von der Technik, dass das eine völlig kabellos ist und bei dem anderen hast du dann gegebenenfalls so einen Verstärker, macht das klanglich einen Unterschied? Also wenn du die gleiche Kopfhörertechnik verwendest, mit oder ohne Bluetooth, du kannst ja auch viele Bluetooth-Kopfhörer kannst du ja auch mit Kabel betreiben. Mhm. Was ist deine Erfahrung dazu? Kabel ist immer besser. Das ist die kurze Zusammenfassung. Weil Kabel keinerlei Datenreduktion hat. Bluetooth ist üblicherweise eine datenreduzierte Kabelstrecke, oder eine datenreduzierte Übertragungsstrecke. Ja, und es gibt natürlich diese neuen Verfahren, Bluetooth, APTX, HD und so weiter. Das ist dann eine andere Nummer, aber normalerweise ist Bluetooth datenreduziert. Also du sagst Kabel immer besser. Kabel ist immer besser. Vor allem, weil man dann halt einen Kopfhörerverstärker anschließen kann. Ja. Und jetzt kommt ja eigentlich die Kernfrage. Was bringt dann der externe Kopfhörerverstärker? Der externe Kopfhörerverstärker kann einfach anders mit dieser komplexen Last, die dieser Kopfhörer darstellt, umgehen. Ja, so wie ein Lautsprecher eine komplexe Last ist und wo dann die Auswahl der Endstufe kritisch ist, was das Zusammenspiel angeht, so ist auch bei dem Kopfhörer das ist das Gleiche. Der Kopfhörer ist eine komplexe Last, selbst wenn er nicht viel Leistung braucht, aber diese Art Phasendrehung, die da drin ist, der kapazitive und induktive Anteil, dieser ganze technische Kram, der damit zusammenhängt, der macht es dieser kleinen Endstufe in den Geräten schwer, den Kopfhörer anständig zu treiben. Und da ist ein richtiger Kopfhörerverstärker deutlich im Vorteil. Du bist ja nun eine echte Instanz, was das Wissen über Kopfhörerverstärker und deren Anbindung an die Kopfhörer angeht und hast da auch so ein Heftchen
auf den Markt gebracht. Wir verteilen das an unsere Kunden. Yep. Die lieben das, weil wo kriegt man so viel Know-how komprimiert in einem Werk? Was steht denn da alles drin? Das ist hier dieser Techletter-Kopfhörerverstärker. Da werden Fragen beantwortet. Warum Kopfhörer? Was macht ein Kopfhörer anders? Dann ein wesentliches Kapitel, Transientenwiedergabe oder auch hier Belastung des Gehörs ist ja bei Kopfhörern auch immer wieder ein Thema, weil viele Leute das unterschätzen, was sie sich da für einen Stress aussetzen. Und es macht natürlich schon einen Unterschied, ob man zum Beispiel auch leise hören kann und immer noch alle Details mitbekommt in der Musik. Und das haben wir da drin beantwortet. Es gibt auch einen Kopfhörerrechner auf der Lehmann Audio Webseite, das könnt ihr gerne verlinken. Da kann man dann eingeben, einen Spannungspegel in Millivolt, die Impedanz des Kopfhörers in Ohm und den Wirkungsgrad gemessen in dB bei 1 Milliwatt. Und wenn man diese Sachen da eingibt und auf Berechnen drückt, dann bekommt man als Ergebnis die Lautstärke von dem Kopfhörer, die Leistung, die man braucht oder die dann da gebraucht wird und der Strom, der fließt. Das ist doch interessant. Das wäre nämlich auch meine nächste Frage eigentlich gewesen nach diesem Kopfhörerrechner. Was ist denn, wenn man das alles nicht beachtet? Naja, ich meine, man hat zum... Ich will nur sagen, ne, alle sprechen immer vom Klang und besten Klang. Da kannst du ja nicht automatisch von ausgehen, kaufst du den besten Kopfhörerverstärker, kaufst du den besten Kopfhörer, stöpselt das zusammen. Heißt das automatisch, dass da auch was Gutes rauskommt? Mit deinem Kopfhörerrechner sieht das nicht so aus. Also mit dem Kopfhörerrechner sieht man vor allem zum Beispiel, ob für den Schalldruck, den man dann braucht, ob da genug Leistung überhaupt vorhanden ist in dem entsprechenden Kopfhörerverstärker, ob der das liefern kann. Ja. Ja, oder man sieht zum Beispiel auch mit dem Spannungspegel, wenn ich dann da an den Kopfhörer gehe, dass es eventuell viel zu laut ist. Das heißt, man bekommt ein anderes Bewusstsein dafür, wie das mit der Gehörbelastung ist. Und lässt sich an deinen Geräten was anpassen? Es lässt sich anpassen, die Maximalverstärkung. Also es ist keine Impedanzanpassung, sondern es ist eine Verstärkungsanpassung. Prinzipiell ist, also komme ich hier in diesem Techletter Kopfhörerverstärker, wie das Heftchen heißt, auch zu dem Schluss, dass die Impedanz bei Kopfhörern völlig überschätzt wird an Wichtigkeit und die Effektivität, also die Effektivität mit der Wirkungsgrad des Kopfhörers unterschätzt wird. Weil es geht genau wie bei Lautsprechern letztendlich darum, ist das, was ich höre, zunächst mal laut genug? Da kommt da genug Pegel an? Und das Maß dafür ist die Effektivität. Mhm. Okay. Bei dem kleinen Kopfhörerverstärker von dir, dem Drachenfels, wie kamst du auf den Namen? Ich hatte vorher einen günstigen Kopfhörerverstärker mit dem Namen Rhinelander. Ja. Erinnere ich mich, ja. Ja, genau. Und dann wollte ich für das nächste Einstiegsgerät auch wieder einen Namen haben, der einen Regionalbezug hat zum Rheinland. Und der Drachenfels. Lorelei. Exakt. Aha. Ja, Drachenfels ist es nicht Lorelei, aber im Prinzip ist es das Rheintal. Ne? Und der Drachenfels ist nicht so weit von mir weg. Das sind ungefähr 50 Kilometer von Köln. Und ja, da wollte ich also einen Regionalbezug haben, wo man, wenn man etwas über dieses Gerät liest, sofort weiß, aha, das ist der. Okay, dann sind wir auch gleich genau im Thema. Deine Firma residiert in Köln. Richtig. Und da werden die Geräte gebaut. Die Geräte werden entmontiert in Köln. Okay. Also gebaut werden in der Nähe der holländischen Grenze. Aber jedes Gerät wird einzeln bei uns vor dem Verpacken an unserem Audio Precision Messplatz auf Herz und Nieren und Einhaltung der Spezifikationen geprüft. Und ist alles made in Germany? Das ist alles made in Germany. Die ja, Platinen kommen aus Deutschland, die Bestückung erfolgt in Deutschland, die Blechbiegelgehäuse kommen aus Bayern. Zählen wir auch mal zu Deutschland. Und ja. Und du hast auch sehr schöne Chromoberflächen. Ich habe auch Chromfrontplatten, ja. Im Programm. Genau, und da kommt tatsächlich die Frontplatten jetzt auch wieder aus Deutschland. Die hatte ich eine Zeit lang woanders bestellt. Und da hat tatsächlich das sozusagen Insourcing, also das wieder nach Deutschland holen dieser Teile, leider einen sehr großen Preissprung, aber auch einen unglaublich fantastischen Qualitätssprung mit sich gebracht. Wie lange darf das Anschlusskabel zum Verstärker sein? Das ist eigentlich normalerweise unkritisch. Das kommt darauf an, wie gut die Ausgangsstufe ist, die zum Verstärker geht von der Quelle. Oder meinst du das Kopfhörerkabel? Das ist dann die nächste Frage. Unsere Kopfhörer? Für den Unwissenden, ja. Der sich dann mal schnell eine 10-Meter-Verlängerung bestellt, ja, um sich auf die andere Raumseite zu setzen, um kabelgebunden zu hören, funktioniert das noch? Also bei unseren Ausgangsstufen würde ich sagen, funktioniert es noch, weil wir bei all unseren Kopfhörerverstärkern diskrete Class A-Ausgangsstufen haben, die also Kabel treiben können ohne Ende. Okay, das ist ja auch ein interessanter Aspekt. Ne? Also ich erinnere mich früher, Zeiten, wo ich gezwungen war, Kopfhörer zu hören,
aufgrund der Geräuschbelastung ich das mit der Anlage nicht konnte. Da waren die Verlängerungskabel oft solche Spiralkabel, ja, uah, die man sich dann in mehreren Verlängerungen da irgendwie durchgezogen hat. Ich meinte vernommen zu haben, dass das dann schlechter klang. Das ist natürlich ein echter Pluspunkt, wenn das so funktioniert. Ja, muss man ausprobieren, ne? Natürlich. Also sind die Klangunterschiede groß zwischen den Geräten? Ja, also wir haben jetzt hier den Drachenfels, das ist unser Einsteigermodell. Da haben wir ein externes Schaltnetzteil, was wir damit verbinden. Der Linear, das ist der daneben steht. Wir blenden die auch gleichzeitig hier mal ein, die Geräte. Ja, der Linear, der daneben steht, der hat dann richtig ein internes Netzteil mit einem kräftigen Ringkerntrafo. Der Linear D, der daneben steht, der also an den Sennheiser-Kopfhörer angeschlossen ist, der hat dann diese bessere Platine da drin, ne? Von wegen der Abstand zum Feld hat sich vergrößert. Und die Klangunterschiede merkt man einwandfrei. Also das ist absolut nachvollziehbar. Okay. Hört man das dann nur bei teuren Kopfhörern oder auch bei günstigeren? Das hört man durchaus auch bei günstigen Kopfhörern. Ich bin da immer so ein Verfechter der Theorie der besten Quelle. Ja, also wenn ich perfekte Quelle habe, ist das wichtiger eigentlich als alles, was danach kommt? Müsste ja eigentlich bei Kopfhörerverstärkern ähnlich sein. Umso besser ich meinen Kopfhörer fütter, umso besser klingt er. Ist das in der Breite dann auch so? Das ist definitiv so, ja. So, und dann muss man sich ja nochmal die Frage stellen, wann brauche ich einen Kopfhörerverstärker? Es gibt ja wirklich Fälle, da brauche ich den. Ja, wenn ich nämlich keinen Kopfhörerausgang habe an meiner Anlage oder am Verstärker. Ja. Mhm. Der zweite Fall ist, ich habe einen Kopfhörerausgang, aber der hat mehr so eine Alibi-Funktion. Das hat er ja leider, muss man sagen, meistens inzwischen. Also mein Eindruck ist, dass das Feature Kopfhörerausgang irgendwas ist, was von einem Controller an irgendeinem Punkt, gerade bei den großjährigen Geräten, einfach abgehakt wird oder nicht. Und was dann dahinter sich verbirgt an Technik, ist denen einigermaßen egal. Wie ist denn der Klangunterschied? Also jetzt mal so generell, nehme ich jetzt mal Marantz-Verstärker. Zum Beispiel 800-Euro-Gerät, Vollverstärker. Wie sind die Klangunterschiede? Was ist, wenn ich so einen kleinen Drachenfels daran hängen oder so? Ich kann da einfach nur sagen, ausprobieren. Die Beurteilung liegt bei jedem selber. Auch die Beurteilung, ob der Klangunterschied, den man dann wahrnimmt, einem diesen Aufpreiswert ist. Ja. Es gibt ja auch andere Konstellationsmöglichkeiten. Mhm. Ich kann mir ja mit einem Kopfhörerverstärker eine richtige kleine High-End-Anlage aufbauen. Ja, also ja? Zum Beispiel mit unserem Linear D, der hat ja, also alle unsere Kopfhörerverstärker haben auch einen Hochpegelausgang, also einen echten Pre-Out. Ja. Worauf ich eigentlich abzielen möchte, ist, viele unserer Kunden machen das. Deswegen möchte ich da nochmal Licht ins Dunkel bringen. Okay. Normal habe ich da eine Hi-Fi-Anlage stehen, egal welcher Art, auch mit Lautsprechern. Und manchmal möchte ich Kopfhörer hören. Dann schließe ich das Ding entweder da an und wenn ich das besser haben möchte, kaufe ich mir noch einen Kopfhörervorverstärker. Wenn ich jetzt aber eine reine, nehmen wir mal an, für so eine Zweitwohnung, Arbeitswohnung, Ferienwohnung oder so eine richtig, also richtigen Top-Kopfhörer, wir haben hier ja auch ein paar stehen. Ja, klar. Das ist ein Elektrostart von Quad, wir haben ein Focal Utopia, neuestes Modell. Ich meine, kostet dann auch schon richtig, das sind ultra-High-End-Kopfhörer. Da kann ich mir doch mit so einem Kopfhörerverstärker und einer Quelle, einer guten Quelle. Mehr braucht man nicht. So eine kleine Anlage aufbauen, wo ich ein unglaubliches Ergebnis das ist richtig, bekomme, ja. über einen Kopfhörer. Und wenn ich da an Streaming denke, dann ist das natürlich bei den Modellen, die Wandler drin haben, wie so ein Linear D, da kann ich einen hochwertigen Streamer nehmen, einen Transport und da digital direkt reingehen. Richtig. Und dann fliegt die Kuh. Und dann fliegt die Kuh, aber wie? Hörst du lieber mit geschlossenen oder mit offenen Kopfhörern? Ich höre lieber mit offenen Kopfhörern. Okay. Der Rest der Welt im Raum dann aber auch? Ich höre, selbst wenn ich alleine Kopfhörer höre, also wenn ich alleine Musik höre, schon mal einfach gerne mit Kopfhörern. Welchen Grund gäbe es denn, Kopfhörer zu hören statt Lautsprecher, also auch wenn ich niemanden damit störe? Also ich fühle mich damit definitiv noch mal einfach näher an der Musik. Ja, also es ist ein sehr, wie soll man sagen, ein sehr intimer Rahmen, den man dann sich selber gibt für seine Hörsession. Also es ist wirklich alles sehr, sehr nah. Ja. Das ist natürlich auch wirklich ein anderes Erlebnis, das ist keine Frage. Aber gerade so winzigste Details, winzigste Auflösungsgeschichten sind mit einem sehr guten Kopfhörer und dem entsprechenden Kopfhörerverstärker
eher möglich als mit Lautsprechern. Also bleibt einfach bei den Lautsprechern vielfach viel mehr auf der Strecke. Also wenn du, meine Behauptung ist, ein richtig guter Kopfhörer zusammen mit einem von meinen Kopfhörerverstärkern ergibt eine Anlage, die mindestens Faktor 10 bis 20 braucht, um die gleiche Qualität mit Lautsprechern zu bekommen. Okay, das ist interessant. Also wie gesagt, bei mir, mich stört schon so ein bisschen der Druck auf dem Kopf. Das ist jetzt so eine ganz persönliche Angelegenheit. Aber es gab ja früher mal Jacqueline Flow zum Beispiel. Ja, die Helme. Ja, das sieht aus wie so ein Helm aus einem alten Science-Fiction-Film so, ja, irgendwie. Aber das hängt da so oben drauf und war schon ein Erlebnis, ja. War schon ein Erlebnis. Sieht natürlich bescheiden aus, ja. Also hat sich deswegen, glaube ich, auch nicht durchgesetzt, ja. Norbert, vielleicht noch ein bisschen was Persönliches zu deiner Person, Norbert Lehmann, nicht dem Entwickler, sondern was machst du denn sonst so? Machst du Musik? Oh ja, ich mache Musik. Ich habe als Jugendlicher in einer Schulband Gitarre gespielt. Diese Band ist dann erwachsener geworden. Ich habe dann irgendwann angefangen, die Band aufzunehmen. Habe dann ja irgendwann entschieden, ich will Tontechnik studieren und habe dann wirklich ein Toningenieurstudium absolviert in Düsseldorf. Also richtig so mit Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule. Bei mir war das im Fall, war das dann Jazzgitarre. Ich habe also Jazzgitarre studiert, dieses Toningenieurstudium gemacht. Und in der Zeit dann halt mich auch dann irgendwann entschieden, ich mache HiFi-Entwicklung. Und ich habe auch im Kirchenchor gesungen, also habe ne, sowohl das Weihnachtsoratorium als auch Bach-Requiem hinter mir als Tenor. Und diese Möglichkeit, selber Musik zu machen, ich nehme auch jetzt seit 7 Jahren wieder Gitarrenunterricht, also selber Musik zu machen und auch damit Produktionsmitteln umzugehen, wie zum Beispiel durchaus auch mit einem kompletten Vollröhren-Gitarrenverstärker für meine 1969er Gibson 335, machen wir dann halt dann irgendwann auch klar, wenn ich was mache in meinem Bereich, also HiFi-Technik, soll sich das aus der Musik raushalten, soll es halt eben kein eigenes klangliches Gewürz drüber kippen. Und ansonsten, ja, meine Hobbys sind ja, Reisen und Essen. Von dem Reisen sieht man jetzt nicht so viel. Ja. Das eine könnte das andere ja ausgleichen, wenn du einmal im Monat einen 3000er besteigst, ja, von dem es in Köln nicht so viele gibt. Gut, aber es kommt auf die Art des Reisens an. Hast du Familie? Ja, ich habe insgesamt 3 Kinder und bin in zweiter Ehe mit einer ganz lieben Frau verheiratet. Naja, sehr schön. Hast du vielleicht noch ein paar Tipps für unsere Hörer hier, was die Benutzung und den Anschluss von Kopfhörerverstärkern und Kopfhörern im Allgemeinen angeht? Ja, also mein Hinweis wäre zu vermeiden, dass man doppelte Lautstärkeregelungen hat. Also wenn man den Kopfhörerverstärker irgendwo anschließt, dann möglichst an einem Festpegelausgang, also so ein Tape-Out, Record-Out, ja. Zonenausgang bei irgendwas. Ist aber ein bisschen eine aussterbende Gattung, dieser Fixed-Ausgang. Ne? Die gab es natürlich früher in Tape-Schleifen öfters. Ja, stimmt, ist wichtig, gut, dass wir darüber sprechen. Ja. Wir stoßen auch bei exotischeren Verstärkern immer wieder genau an diese Grenze. Die haben das gar nicht. Ne? Die nehmen sich das raus, hinten 6 Hochpegeleingänge einzubauen und das war's. Ja, und sonst ist da gar nichts mehr. Ja. Du hast recht, die zweite Stufe wäre dann der regelbare Vorverstärkerausgang. Das kann ich verstehen, da machst du doppelt. Ja. Also fix. Es ist ja auch so, in früheren gut konstruierten Vorverstärkern, also auch im High-End-Bereich, also selbst wenn das jetzt Name-Audio ist und puristisches Produkt oder auch Linn, die das früher hatten bei den Vorverstärkern, war das klanglich hochwertigste Signal über diesen Tape-Ausgang, über den fixen Tape-Ausgang, weil damit nicht nur die Regelschleifen, sondern auch alle anderen Verschaltungen komplett umgangen worden sind. Und dann sind wir eigentlich wieder bei dem Thema von vorhin. Diese Kopfhörer-High-End-Anlage ohne eigentlich diese ganzen Konstrukte, sondern direkt angeschlossen und dann habe ich ein Mega-Ergebnis. Wir sind halt am Ende hier angekommen. Noch eine ganz interessante Frage. Du hast ja auch schon Endstufenprogramm. Was Richtig. Wird denn da in der Zukunft bei dir passieren? Ja, die Endstufe habe ich ja noch. Ne? Also die Endstufe hat den gleichen Formfaktor. Ja, wie es gibt ja noch mehr als Endstufen. Es gibt ja Quellen, es gibt Vorverstärker. Wirst du da nochmal also tätig oder ist da noch was zu erwarten? Da ist noch was zu erwarten, ja. Also ich werde nicht untätig sein und ich habe mehr Ideen als Zeit.
Ja, das ist so. Das neueste Gerät, was wir rausgebracht haben, ist ein kompletter analoger Vorverstärker mit einer Phono-Vorstufe und einem Hochpegeleingang, einem Ausgang Richtung Endstufe oder Aktivboxen und aber auch natürlich auch einem Kopfhörerausgang. Sehr schön, aber du meinst jetzt nicht den Phonolith? Doch, ich meine damit den Phonolith. Okay, oder sehr schön. Ja, hochinteressantes Gerät, fällt ja eigentlich auch unter die Gattung Kopfhörerverstärker. Sehen wir auch hier mal im Bild. Zu dem Gerät hatte ich mir vorgenommen, nochmal einen ganz ausführlichen Film mit allen Erklärungen zu machen, weil solche gibt es natürlich wenig. Ne? Also so ein Superpuristen-Vorverstärker, mit dem ich ein, zwei Quellen durchschleifen kann, habe aber auch meinen Kopfhörerverstärker und noch ein Phono-Teil drin. Das ist ja quasi perfekt für diese minimalistische Maximalklanganlage, die ich da eben meinte. Exakt, das war der Punkt. Hm? Naja, da werden wir uns dann noch zu sehen. Ja, klar. Danke vielmals für deinen Besuch hier in unserer Klangvilla. Ja, viel Spaß gemacht. Danke für den Empfang hier. Und dann bis zum nächsten Mal. Alles klar. Ja, das war es auch schon mit Norbert Lehmann, Lehmann Audio, heute bei uns in der Klangvilla. Mehr Informationen zu den Kopfhörerverstärkern finden Sie auch direkt unterhalb des Videos. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie bei diesem Format Stefan trifft, auch das nächste Mal wieder reinschauen und diesen Kanal abonnieren. Bis demnächst.